Mein Name ist Jutta Sass und ich bin Lehrerin hier an der Gemeinschaftsschule in Halstenbek. Und wir haben uns überlegt, was können wir für ein Projekt machen, an dem möglichst alle Schüler beteiligt sind. Die Situation in der Ukraine hat uns natürlich alle tief betroffen gemacht. Und wir sind eine große Schule mit einer Grundschule und einer Gemeinschaftsschule und haben gedacht, wenn jeder im Kleinen ein kleines bisschen was machen würde, dann könnten wir vielleicht ganz große Hilfe leisten. Und deshalb haben die Schüler eben gemeinsam mit uns die Idee entwickelt, Armbänder herzustellen und zum Verkauf anzubieten. Und jetzt läuft dieser Verkauf auch nach wie vor weiter in einigen Geschäften in Halstenbek. Und wer Interesse hat, bekommt hier in der Schule natürlich jederzeit schöne Armbänder. Das haben wir jetzt an den Verein Willkommen in Halstenbek gespendet. Das ist eine Entscheidung gewesen, die die SV, die Schülervertretung, getroffen hat. Die wollten natürlich möglichst direkte Hilfe hier im Ort leisten und den ukrainischen Flüchtlingen hier helfen. Ja, mein Name ist Ann-Christine Vondermann. Ich bin die stellvertretende Schulleiterin hier an der Schule. Und wir als Schulleitung haben das Projekt natürlich unterstützt. Das ist eine ganz tolle Aktion gewesen. Ganz toll war es zu sehen, wie alle Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse gemeinsam gearbeitet haben und wirklich diesen Grundgedanken der Solidarität weitergetragen haben. Wir haben hier an der Schule mittlerweile zwei DATS-Klassen, also Deutsch als Zweitsprache für die ukrainischen Kinder. Wir sind knapp 30 ukrainische Kinder. Wir haben Unterstützung von Eltern und aus der Gemeinde. Das klappt ganz toll und ja, wir leben hier im Grunde genommen die Willkommenskultur. Gemeinsam mit Herrn Schannern von der Gemeinde auch. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, ich bin Tina Zilling, ich bin die Klassenlehrerin der DATS-Klasse, der ukrainischen DATS-Klasse der Gemeinschaftsschule. Wir haben jetzt 15 Kinder in der Klasse und auch wir profitieren natürlich von Spenden. Wir haben den Kindern Schulmaterial teilweise gekauft und freuen uns darüber, dass das Geld von dem Verein Willkommen in Halstenbek zu uns auch zurückfindet manchmal. Ich bin Kira Mark und ich gehe an die Grund- und Gemeinschaftsschule an der Beek. Wir machen solche Bänder für die Ukraine als Hilfszeichen, damit sie wissen, dass auch wir in dieser schweren Zeit für sie da sind. Mein Name ist Tabea Rahmstein, ich gehe auf die an der Beek-Schule und wir haben halt solche Armbänder in der Klasse, in meinem Unterricht gemacht. Wir haben die zuerst immer zu Hause verkauft für 2 Euro. Und dann, nachdem alle die hatten, sind wir rumgegangen, haben die verkauft. Und ich will mich bedanken für die Leute, die das gekauft haben, weil damit wissen wir, dass die auch an die Ukrainer denken. Wir haben in der Schule viele Sachen verkauft, zum Beispiel diese Bänder. Zu Hause und auch woanders. Zum Beispiel? Im Rathaus. Im Wollab. Bei Böge, bei Rossmann und noch woanders. Wir freuen uns für die Einkäufe der Bänder und wir danken den Leuten, die die Spenden dagelassen haben. Als Integrationsbeauftragter der Gemeinde Halstenbek, aber auch als Koordinator der Initiative Willkommen in Halstenbek, möchte ich mich bei allen Kindern, die an der Aktion Armbänder Ukraine beteiligt waren, herzlich bedanken. Sie haben eine große Freude in Halstenbek verbreitet. Man konnte sie überall sehen, wie sie fleißig und motiviert waren, sich für die anderen Menschen zu engagieren.